Steuern auf die Rente. Gute Nachrichten für alle Rentner in Deutschland. Mein Name ist Pedro Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie werden es nicht glauben, ich habe heute eines der wichtigsten Zeitungen, die man haben, lesen muss in Deutschland, für die sogenannten Express News mal in der Hand, und zwar unsere glorreiche Bild-Zeitung. Und die schreiben heute am 25. Sie können es gut sehen, weniger Steuern auf die Rente. Und ich gucke jetzt mal auf Seite 2 dieser ganzen Geschichte. Und da blende ich auch noch mal kurz ein. Ja, Rentensteuer niedriger als geplant. Und zwar die Geburtsjahrgänge 75 bis 1980 profitieren am meisten. Dort hat wieder mal ein sogenannter Experte gerechnet und hat uns jetzt vorgerechnet, dass die Pohorten 1975, also Geburtsjahrgänge 1975 bis 1980, wohl am meisten an Steuern sparen, geringere Rentenbesteuerung haben. Wir wissen ja, dass das Wachstumschancengesetz wohl, also jetzt durch den Bundestag, durch den Bundesrat beschlossen worden ist und dass jetzt sozusagen der Anstieg der Rentenbesteuerung, des steuerpflichtigen Anteils geringer wird. Das heißt also ab 2023 dann nur noch um 0,5%. Das streckt sich alles bis 2058. Und da hat dann also sozusagen der Steuerexperte hier mal gerechnet und hat gesagt, ja, also da gibt es dann für die 75er bis 80er Geburtsjahrgänge die größte Freude, denn da werden wohl diese Geburtsjahrgänge, die relativ wenig Rentensteuern zahlen müssen. Meine Damen und Herren, das sind alles nur Hochrechnungen, ob es wirklich so kommen wird. Ich kann es Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Es ist letzten Endes eine tolle Schlagzeile. Ja? Ich mache sie nochmal auf. Ich mache sie nochmal auf für Sie, dass Sie es mal sehen können. Weniger Steuern auf die Rente. Wenn es so kommen sollte, ich würde es auch ganz, ganz toll finden, aber es sind ja letzten Endes alles nur Modellrechnungen. Die Besteuerung einer Rente ist immer eine individuelle Sache. Das heißt also, wer 2023 in Rente gegangen ist, der macht dieses Jahr 2024 erstmals seine Steuererklärung für die Rente und der wird dann sehen, ganz genau sehen, was das Finanzamt ihm dann letzten Endes im Steuerbescheid reinschreibt. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Und auch noch etwas für unsere geneigte Zuhörerschaft. Meine Damen und Herren, es ist aus unserer Sicht, wir sind Fachleute im Bereich Rentenrecht und wir beschäftigen uns auch ein bisschen mit dem Thema Steuerrecht, aber nicht so ganz intensiv, wie das vielleicht andere machen. Aus unserer Sicht ist es schlicht und ergreifend unmöglich, zum Beispiel eine Steuervorausberechnung für die Jahre 2026, 27, 28, 29 zu machen. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich, weil wir dort überhaupt gar keine Eckwerte kennen, keine Zahlen kennen, wir kennen dort gar nichts. Wir wissen nicht, wie hoch der Grundfreibetrag ist, wir wissen nicht, wie hoch die Steuersätze sind und. Wir kennen die Steuertabellen nicht. Also, meine Damen und Herren, vorsichtige Vorausschau kann man für das Jahr 2024 treffen, aber für das Jahr 2025, 2026 würde ich mir es nicht wagen, Ihnen zu erläutern oder vorauszuberechnen, wie hoch Ihre mögliche Steuerlast bei einer möglichen Rente plus vielleicht noch kombiniert mit Arbeitslohn ausfallen könnte. Also, meine Damen und Herren, warten wir einfach ab, ob sich bewahrheitet, was die Bild-Zeitung hier so schreibt und uns vermitteln möchte. Es ist zumindest erstmal eine sehr, sehr schöne Schlagzeile. Ich zeige sie noch mal. Ja, also weniger Steuern auf die Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.